einzige Problem dieses Pseudo-Realitätsspiegels Selbstbewusstseins neben den Aporien, die mit der Vorstellung der oberen Acheronta als Bewusstsein oder Geist seiner selbst verbunden sind und der Ahnung des universalen Willens, das von den unteren euch herunter die oberen Acheronta so beherrscht wie Venus im Pelz. Ist das mit diesem Pseudo-Selbstbewusstsein, sprich der Ahnung, die man als Selbstgefühl von sich selber hat, verflixterweise ebenfalls das Bewusstsein, die Ahnung des Tödlichen auftaucht, im Gegensatz zu Organismen, die reiner Wille zum Überleben sind und von dem Tod nichts wissen. Denn es sagt sich, was soll das denn alles, wenn es doch unweigerlich dazu bestimmt ist, vollständig wieder ausradiert, gefressen, getilgt und ungeschehen gemacht wird, was doch umso schmerzlicher ist, desto schöner das Ganze mir vorgekommen ist und appetitlicher und nicht so langweilig wie den meisten.